Bill und Tom Cowlitz versus Giovanni Zarella, Freundschaft gekündigt. Das ist doch bescheuert. Neue Regeln, neuer Zoff. In den Teamfights von The Voice of Germany fliegen zwischen den Coaches die Fetzen. Eigentlich sind die aktuellen The Voice of Germany Coaches unzertrennlich. Wir respektieren uns. Wir lieben uns. Wir mögen uns super gerne, schwärmte Bill Cowlitz noch kürzlich über seine Kollegen. Doch wenn es um ihre Talente geht, fahren die Coaches ihre Krallen aus. Bill Cowlitz, das ist doch bescheuert. Gestern Abend liefen die ersten Teamfights im TV. Die Talente aus den verschiedenen Teams mussten sich gegenseitig herausfordern. Das Publikum durfte dann entscheiden, wer das Battle gewinnt und auf einem der Hot Seats Platz nimmt. Nur die besten vier schafften es ins Halbfinale. Eine ganz schöne Belastungsprobe für die Nerven. Besonders Bill und Tom mussten einige Klatschen einstecken. Immer wieder wurden ihre Talente herausgefordert. Und dann verlor Viererbeißer Philipp auch noch gegen Shirins Kandidatin Joy. Warum immer wir? Das ist doch bescheuert, jammerte der Tokyo Hotel-Sänger. Doch es kam noch schlimmer. Bill und Tom hatten Opernsängerin Alina als erstes ins Rennen geschickt. Mit ihrer Version von Adagio von Lara Fabian sorgte sie für Jubel und Standing Ovations im Publikum. Keiner traute sich, gegen die Granate anzutreten. Doch dann kam Giovannis Talent Desi und kickte ausgerechnet Alina raus. Ein Schock für die ehrgeizigen Twins. Bill und Tom, was ist los mit euch? Würdet ihr die Freundschaft mit Giovanni an dieser Stelle kündigen? Bemerkte auch Moderator Tore Schölermann. Ihre knallharte Antwort, ja. Wenig später revidierte Bill seine Aussage jedoch wieder, wir scherzen hier natürlich rum. Das war eine fantastische Performance. Das tut uns einfach weh. Am Ende konnte sich zumindest ein Talent aus Team Toll durchsetzen. Joel trat als letzter auf und sicherte sich kurz vor Schluss den letzten Hot Seat.